Nun, damit ist das getan. Wir sind jetzt alle eine Mannschaft. Zum Besseren oder zum Schlechteren. Können wir jetzt laufen? Nachdem die gute Reihergeweihte euch ein oder zwei Takte zum Saufen erzählt hat, könnt ihr saufen gehen, ja. Oder Min? Wann geht's los? Ihr sollt die Schnauze halten! Zuhören! Du Lamin, wenn du so nett wirst. Danke. Aufgrund eines Zwischenfalls am gestrigen Tage einige Worte zum Thema Drogen. Wir haben einige einfache Regeln aufgestellt. Erlaubt sind Alkohol, Zitabar und Ilmenblatt. Was nicht explizit erlaubt ist, ist verboten. Der Konsum von Drogen ist nur dann erlaubt, wenn dadurch das Wohl des Schiffes und der Mannschaft nicht gefährdet wird. Kurz gesagt, wer Dienst hat, muss einsatzbereit sein. Sollte das nicht klappen, werden wir Drogen ganz verbieten. Als Vergehen von besonderer Schwere gilt der Besitz oder Konsum uronischer Drogen. Auch die Anstiftung zum Konsum verbotener Drogen wird bestraft. Das war's eigentlich auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. No. Danke, Sulamin. Gut, dann seid ihr jetzt alle entlassen. Das läuft doch nicht so sehr. Wir legen morgen früh mit der ersten Flut ab. Morgen früh, ja. Hi. Wir werden da sein. Wer nicht da ist, wird hier gelassen. Jalan, soll ich den Landfahrern sagen, dass sie kurz vor der Abfahrt nochmal die ganzen Idioten einsammeln sollen, die sie übersaufen? Könnte besser sein, ja. Weil sonst fahren wir mit 25 Mann weniger. Und wir haben gerade schon 3 verloren. Naja, aber Plünderer, Vergewaltiger und Paktierer, das ist kein Verlust. Das verstehe ich. Hätte ich eh hängen müssen. Selbstverständlich nicht. Idealerweise müssen wir niemanden hängen. Aber das wird am Ende der Captain entscheiden. Ich denke, wenn es nur 3 sind, ist das eine gute Quote. Und um alles andere, nun, kümmern wir uns dann. Ja, vor allem die werden uns nicht fehlen. Ja, richtig. Worum müssen wir uns heute noch kümmern? Ich werde eine kleine Schaluppe kaufen. Ja. Ansonsten solltet ihr letzte Besorgungen erledigen. Und dann müssen wir heute Abend natürlich noch im Palast auftauchen. Ja, und ich gehe ein Collier anfertigen. Oh, sehr vernünftig. Boltax, willst du mir was schenken? Eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, ob dir ein Collier so stehen würde. Oh, das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht. Naja, es ist sehr viel aus Gwentpetryl und so weiter. Na, okay, das ist jetzt nicht so ganz mein Stil. Dachte ich mir. Ja, schade. Zu Lamin begleitest du mich dann heute noch in den Raya-Tempel? Ja, gerne. Na, wunderbar. Sollen wir dir irgendwas mitbringen, Captain? Nein, ich werde meine Besorgung selber ausführen. Dir vermutlich auch nicht, Jalan, richtig? Ich denke nicht, dass ich sonst noch etwas brauche. Raffi? Versucht vielleicht eine Flasche Trollzacker aufzutreiben. Raffi, ich könnte einen Trollzacker brauchen. Was, Wolf, humpelt auf euch zu. Braucht ihr mich heute noch oder habt ihr noch irgendwelche anderen Dinge, wo ihr den Kaplan von dem Schiff braucht? Ich denke nicht. Heute stehen noch Verwaltungsakte an. Seid aber vorsichtig, weil ihr habt erst kürzlich ein Effort-Geweihten ziemlich vermöbelt, wenn ihr euch erinnert. Ja, und? Ja, das werden die anderen vermutlich nicht so witzig finden, wie ihr das witzig findet. Ihr wisst doch, wie die Effort-Brüder drauf sind. Aber hier gibt's nicht so viele. Naja, 3 reichen ja. Da kommt auf die Effort-Geweihten an. Ja, seid nur vorsichtig. Abenteuer. Wir sollten auch noch eine Spende im Tempel lassen. Ist das nicht obligatorisch? Ja, naja, sicher. Also für jedes Mannschaftsmitglied mindestens 1 Silber, oder nicht? Das ist für gewöhnlich üblich. Abelmeer bezahlt den Tempel. Natürlich. Ich würde mal hingehen und ein paar Lukaten reinschmeißen in den Opferstock. Mhm. Effertant gnädig und schätze unsere Reise. Ach, das wird schon. Das habe ich nicht laut gesagt, das wird von dem Altar wahrscheinlich. Ja, aber Boltax steht neben dir und quatscht. Trotzdem, mit dem ist das egal.
Wenn Boltax sich umblickt, es gibt ansonsten nur wenige Akoluten hier von einer Vorsteherin oder einer Meisterin der Brandung, kannst du hier nicht sehen. Aber auf Nachfrage wird dir wohl klar gemacht, dass sie sich auf der anderen Seite vom Baron Ulla befindet im Kriegshafen. Oh, will jemand mit in den Kriegshafen? Um was zu tun? Mit der Meisterin der Brandung sprechen. Ach, die habe ich das ja noch gar nicht erzählt, Jalan. Als ich vorhin auf dem Bazar war, um mir hübsche Grünsteine zu kaufen, weil ich daraus ein Collier machen möchte, kam das Gespräch wegen den Grünsteinen auf die Meisterin der Brandung. Und die war wohl Fischerin in Janka. Und ich dachte, es ist vielleicht gar nicht schlecht, mit ihr zu sprechen. Oh ja, davon hat Azunamin gerade gesprochen. Nun, wir sollten wohl alle mitgehen, denke ich. Ja, warum holst du sie nicht einfach mal zu uns aufs Schiff? Dann können wir alle mit ihr reden. Anblick. Ja, aber wenn sie gerade im Kriegshafen beschäftigt ist, ich weiß nicht. Ja, dann gib ihr 2 Dukaten, sie ist eine Fischerin, das wird die schon machen. Ich glaube nicht, dass sie eine einfache Fischerin ist. Sagt ihr nicht gerade, sie sei Meisterin der Brandung? Ja, genau. Ja, so, dann gib ihr 4 Dukaten, meine Güte. Bei den Göttern, wir gehen einfach hin. Es ist wahrhaftig nicht weit. Ja, also wenn ihr noch so viel Zeit habt, weil ich will noch in den Tempel und wir müssen heute auch noch diese Sultana besuchen und ihr wollt jetzt auch noch in den Kriegshafen und ihr wollt auch noch ein Schiff kaufen. Gut, Raffi. Das ist ganz schön sportlich von euch. Wir machen das so. Ich gehe mit Jalan das Schiff kaufen und so im Kriegshafen. Das liegt bestimmt auf dem Weg und ihr könnt in den Tempel gehen. Ja, ich muss meine Vorräte auffrischen. Wollen wir davor oder danach noch mit Andreano reden? Der Belancana. Vielleicht sollten wir ihn so bis danach. Dann ist mein Gewissen reiner, wenn ich da mit ihm rede. Ich muss gestehen, ich hatte gehofft, dies vollständig auf euch allein abwälzen zu können. Ja, wenn er sich als nicht einsichtig zeigt, dann lernt er mich auf eine unfreundliche Weise kennen, die mir manchmal unterstellt wird. Die ich natürlich leugne. Nur, dass wir uns darüber im Klaren sind, Afim. Es gibt kein gutes Bild ab, wenn die Offiziere sich untereinander prügeln. Na, ich wollte ihn entlassen und nicht vermöbeln. Ja, ach so. Aber wenn ihr wollt... Also, wenn er keine guten Antworten für uns hat, dann würden wir ihn entlassen. Ja. Ist das für euch in Ordnung oder wollt ihr das davor noch besprechen? Captain? Nun, macht, was ihr wollt. Ich habe meine eigenen Aufgaben noch zu erledigen. Ich stimme ihm zu. Ihr handhabt das schon. Dann beginnen wir mit Sulamin, Al-Shabra. Was magst du tun? Bis heute Abend. Ja, ich hatte Rafim versprochen, ihn in den Raya-Tempel zu begleiten. Und das werde ich tun. Ich wollte da sowieso noch beten. Rafim schnallt seine Kiste auf den Bären. Sulamin, bist du bereit? Bin ich. Wunderbar. Dann führ mal den Weg. Du kennst dich ja besser zum Raya-Tempel aus. Eine Sache noch, Rafim. Ja. Ich bin nicht sicher, ob du in dem Raya-Tempel hier alles bekommst, was du von zu Hause gewöhnt bist. Weißt du, Raya und Boron haben ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Raya mag es nicht, wenn Drogen die Sinne taub machen. Weißt schon, wie beim Boron-Wein oder eigentlich auch bei Ilmenblatt, aber Ilmenblatt ist keine sehr starke Droge. Naja, da du ja so ziemlich alle Drogen auf dem Schiff verboten hast, werde ich jetzt meine Drogen los und fülle dich mit Ilmenblatt und Alkohol wieder auf. Danke dafür übrigens. Das ist auch gar nicht teuer, das Zeug. Nein, das bildest du dir nur ein. Warum lässt du es nicht in der Villa? Ja, weil das kann ich ja auch nicht machen. Wenn die Männer es keins kriegen, dann kann ich es ja nicht hier in der Villa lassen. Man muss ja auch mal ein bisschen mit Anstand führen. Also, ich hätte da keine Skrupel. Na, wir sind Chor... Also, nee, du nicht, aber ich bin Chorgeweihter. Wir führen immer, wie heißt das denn? Indem man es vormacht. Leute, die nur reden, das sind Rondra-Geweihte. Wir sind Chorgeweiht, wir machen. Und wenn die anderen das nicht kriegen, dann kriegt das auch nicht. Das ist eine gute Einstellung. Danke dafür übrigens nochmal. So, jetzt komm, lass uns sonst verabschieden von diesen ganzen wunderschönen anlandpanischen Geschenken. Ah,
Das wird tränenreich. Und dann würde Rafim anfangen, auf den Rai-Tempel zuzumarschieren. Ja, direkt gegenüber von eurer Villa und dem großen See in der Mitte der Stadt könnt ihr den Rai-Tempel erreichen über eine große, ja, ein großer kleiner Park. Daneben liegt wohl noch ein anderer Tempel, den ihr bisher noch gar nicht erkannt hattet, weil er so sehr klein und unscheinbar aussieht und neben dem großen Rai-Tempel untergeht. Es sieht unglaublich exotisch aus und viele Säulen, die das Ganze stützen. Ein sehr schöner Eingang, durch den ihr gehen könnt, und im Inneren empfängt euch dann aus Rosenquarz viele Säulen, tanzende Figuren von Raya und viele Banner und Wimpel, die dort an den Seiten hängen. Einige Feuerspucker, die im Inneren teilweise auch tanzen. Und hier ist auch trotz der Tageszeit und trotz dessen, dass es hier gerade keine Festivität gibt, wird hier trotzdem dann sich langsam im Rhythmus gedreht und einiges an Festivität geboten. Oh, eine schöne Atmosphäre hier, muss ich sagen. Eine schöne Atmosphäre. Ja, es ist immer angenehm, hier hereinzukommen. Ja, Raffi würde mal, ich nehme an, hier gibt es auch so brennende Feuer oder ähnliches zum Opfern. Mhm. Ja, Rafim opfert so nach und nach aus seiner Kiste einen alanfanischen Schatz nach dem anderen. Küsst manchmal noch so die Flasche, bevor sie ausgießt. Oh, ich spür schon, wir beide wären gute Freunde geworden, aber Sulamin hat's verboten. Dann kippt er das Zeug da rein. Rafim, jetzt hab ich ein schlechtes Gewissen. Ja, dann hat das Ganze hier ja auch noch einen Zweck gehabt. So. Das ist das mit dem Nachdenken, bevor man Sachen sagt. Dann reißt man nämlich manchmal die Alanfana hinten mit rein. Ja. Naja. Besorgen wir uns neues Zeug. Zeug, das ihr erlaubt habt. Wo kauft man hier denn was, Sulamin? Du kennst dich doch besser aus. Ja, Sulamin hält mal Ausschau nach jemandem, den man hier ansprechen könnte im Tempel. Im Inneren des Tempels, ja, du kannst erkennen, wie es hier wohl eine Tänzerin gibt, die wohl Raya Geweihte ist. Ist sie gerade mit Tanzen beschäftigt? Ist sie. Wenn du dich weiter umguckst, kannst du auch eine Mystikerin erkennen, die wohl gerade in Trance spricht. Es gibt halt ein paar Geweihte, die sind halt irgendwie alle beschäftigt, aber du könntest jetzt Tänzerin oder Mystikerin ansprechen. Sulamin wartet geduldig bei der Tänzerin und schaut sich das fachkundig an. Mhm. Dann ergreift sie die Initiative, hört mit dem Tanzen auf, trocknet sich ihre schwarzen langen Haare ab und kommt auf euch zu. Hallo, die schöne Göttin zum Gruß, ich bin Sulaminia Chelasuni. Wie kann ich euch helfen? Raja zum Gruße. Raja zum Gruße. Es geht um Drogen. Einerseits möchten wir gerne einige hier abgeben, die wohl nicht so göttergefällig sind und die ich konfisziert habe. Andererseits würden wir uns gerne mit Drogen eindecken. Sicheren und göttergefälligen Drogen. Ja, wollt ihr das hier machen? Das ist, geht natürlich, also sowohl das Verbrennen. Ich glaube, das habe ich eben bei euch schon gesehen, oder? Aber ihr könnt die hier auch kaufen. Vielleicht ein bisschen teurer, aber es geht. Aber ihr habt hier zumindest ihr habt dann hier saubere Rauschzustände. Wir achten vor allem darauf, dass sie nicht gestreckt sind und dass sie dann eben von einer hohen Qualität sind, damit ihr dann eben, ganz wie ihr mögt. Ja, ich denke, das ist es uns wert. Ja, also gute Qualität, da lege ich immer Wert drauf. Ob bei Söldnern oder Drogen. Was möchtet ihr denn kaufen? Zitabar und Ilmenblatt. Zitabar und Ilmenblatt? Ja, und Trollzacker, das ist wohl irgendwie so ein Getränk. Das ist ein Schnaps, der aus Trollbirnen hergestellt wird. Ist auf ihm egal. Wir haben Orangenschnaps, wenn ihr mögt. Den haben wir auch selber gemacht. Trollzacker haben wir nicht. Wisst ihr, wo man das vielleicht noch bekommen kann? Also am Kontor der Madabasari wird sicherlich alles gehandelt, aber auch zu Unsummen. Aber da kriegt ihr das. Ja, dann muss ich da nachher auch noch eben vorbeilaufen. Aber ich nehme von eurem Schnaps auch auf jeden Fall was, weil meine Kiste ist jetzt ziemlich leer. Ja, können wir gerne machen.
Also eine Kiste schön. Kriegen wir gefüllt. Das ist schön. Und ich habe hier noch Scharlachkatze, Regenbogenstaub, Liebestrank. Meint ihr, das sollte man verbrennen oder ist das nicht gefährlich? Also ich würde den Regenbogenstaub würde ich nicht verbrennen, sondern Ohrengeweihten übergeben und Liebestrank, ich könnte mir vorstellen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Darauf an, wie er eingenommen wird, also er kann halt gut genutzt werden, um den Rausch zu erhöhen, aber es muss natürlich trotzdem freiwillig auf beiden Seiten sein. Ja, das stimmt. Dann lasse ich ihn euch hier. Ihr werdet sicher davon guten Gebrauch machen. Also hier im Tempel können wir das sicherlich gut gebrauchen. Ja, das stimmt. Ja, dann überlasse ich ihn euch. Danke. Und einen Boron-Geweihten weiß ich auch. Dann werde ich den Regenbogenstaub erst einmal behalten. Ja, so könnt ihr euch für das nötige Kleingeld mit neuen Drogen eindecken und die alten hier lassen, beziehungsweise euch sind weitere Regionen gewiesen worden, wo ihr andere Drogen bekommt oder abgeben könnt. Abelmir, was magst du tun? Ich würde zwei Sachen machen. Als erstes natürlich würde ich mir aus der Villa eine große Kiste mit feinstem Weiß- und Rotwein aus Aranien bringen lassen, aus dem Keller. Mhm. Eine zweite Kiste ebenfalls, die ist natürlich leer. Die würde ich auspolstern mit irgendwo Streu oder Heu, wie auch immer. Mhm. Und dort würde ich die Kiste, die ich aus Mürham bekommen habe, die schwer gesichert ist, tarnen in dieser Kiste, eine Kiste sozusagen. Ja. Die beiden würde ich dann auf eine Kutsche laden lassen und diese zum Hafen auf das Schiff bringen lassen, in meine Kajüte. Okay. Das Zweite, ich würde oben am Topmast ein Entfernungsmesser machen würden, mit einem Winkelgradmesser. Ich würde dafür ein, zwei Schiffsjungen beauftragen, mit 10 Fuß lang oder 10 Schritt lang Stangen, die Entfernung abzumessen. Und diese dann einen Winkel auf diesem Winkelmesser zu markieren. Okay. Sodass wir später, wenn wir dieses Winkelmaß an diesem Topmast befestigen, jederzeit die Entfernung ablesen können und eventuell eine mechanische Verbindung in den Schiffsrumpf zur Entfernungsregulierung und Einschätzung. Gib mir mal eine Orientierungsprobe und eine Rechnungsprobe. Erste Orientierung, Sekunde. Wenn du Talentspezialisierung für Rechnen oder sowas hast, würde das natürlich auch zählen. Jetzt kommt Rechnen. Mhm. Dann sind folgend deine Proben zur Entfernungsmessung um 4 Punkte erleichtert. Also ich würde ja erst beim Festchen und später einen Weg finden, einen mechanischen Weg, dass wir sozusagen die Entfernung, die ein Top-Gast sozusagen, der jetzt oben am auf dem Mast sitzt, die Entfernung in das Schiffsinnere übermitteln kann, mittels einer mechanischen Verbindung, Drähte, Seile, wie auch immer. Ja, und zur Not ein kleines Rohr, mit dem man dann runterrufen kann. Gut. Also. Voltax. Ja, ich wäre dann auf dem Weg in den Kriegshafen zusammen mit Jalan, vermutlich. Der kauft sein Schiff. Genau. Also, keine Ahnung, wir müssen eigentlich auch so rumspielen. Ich treibe halt dann so auf und falsch mit dem Typen. Was ist das für ein Schiff? Eine kleine Schaluppe, so lang bei 4 bis 6 Meter lang. Die wird halt hinter dem oder vor dem Hauptmast wird die quer aufbewahrt. Und die kann dann zu Wasser gelassen und gesegelt werden. Mit einem Segel, ja. Genau. Und ein einzelner Solarsegel ist da drin. Und 4 Ruder oder 6 Ruder? Ja, so an der Kante. Ja, gut, alles klar. Also, idealerweise kann man halt irgendwie 10 Mann reinsetzen. Was kostet es? Er verzwungen hat eine doppelt so großes für 2000 Dukaten, also sagen wir 1000? Nee, sagen wir 1500. Okay, ich möchte falschen. Ja. Ist überreden, falschen. Ich möchte dies mirakeln. Denn dies ist Dienst an allen meiner Gottheit. Ja. Dies ist definitiv eigensüchtig. Sag mir eine Erschwernis an.
Wie kann die Erschwernis denn sein? Wie hoch? 0 bis 7. 5. Okay. Ich glaube, sonst gibt es keine leichte Erschwernis, oder zumindest werde ich jetzt keine raussuchen, ich würfel einfach mal. Ja, dann krieg ich mal von Boltax einen Plus- oder Minuswürfel. Ja, alles klar. Plus. Das ist eigentlich ist Plus immer gut für euch, ne? Dann gehen wir von Q5, gehen wir runter auf Q4. Das heißt, er würfelt auf, ich weiß nicht, 14, 14, 14. Hat ein THW von, ich glaube, 10. Okay. Ich habe 10 Fertigkeitspunkte, die Hälfte von 10 sind 5. 5 plus 5 sind 10, ich bekomme dann 10er Bonus. Niemals, es gibt keine sonstigen Umstände, die hier leicht oder erschwerend hinzugehen, deswegen entsprechend habe ich sorry, erstmal die 10er. Weil die 10er erschwerend ist. Es ist eine Händlerin. Effendi, wir haben viele Kinder zu Hause. Krieg überall. Schlechte 2 Jahre. Wir. Normalerweise 1500, aber wegen letzten Jahre und hohe Nachfrage 1600. Ja, Land, das letztes ist teuer. Angebot. Ich würde das. Also, ich hab Punkte über. Moment. Die Probe ist falsch. Ja, wie viele? Ja, aber sie hat trotzdem mehr Punkte. Nee, ich versuche gerade das herauszurechnen, aber ich bin schlecht im Kopfrechnen. Und zwar, mir fehlen 6 Punkte über. Ich habe 20, mir fehlen 4, ich habe 16. Du hast 16 Punkte? Ja, ich habe einen 10er THW, ich habe gerade 10 aus meinem Mirakel gezogen, ich brauche 4 zum Ausgleichen, ich habe 16. Warum denn erschwert um 10? Weil ich es falsch rum eingetragen habe, da soll eine Minus sein. Ja, okay, dann macht das auch irgendwo Sinn, ne? Wenn du eine das Minus, dann, ja, okay, ich habe mich gerade gefragt, nee, okay, das dann geht's. Sie hatte halt ihre maximalen, was waren das, 10er THW und noch minus 2, weil sie 14, 14, 14 hat. Die werden dann ja effektiv gegen deine gewirkt. 5% pro, also 5% pro Stern, pro Stern. Sind 4 Sternchen sind 20% runter. Von 1500 mal 0,8. Und 200. 1200 Dukaten. Ja, 1200, das erscheint mir zu viel. Ja, Alan, überleg dir das. Willst du das wirklich? 1600, letztes Angebot, 1600. Ihr nehmt die 1200 und seid glücklich darüber. Ah, Effendi, so kann ich nicht leben. Sie nimmt sie. Das ist viel zu teuer. Also, Schuldschein. Ja, ich werde nicht. Sie wird hier nicht mit, auch mit Edelstein. Sie wird jetzt 1200 Dukaten in Basen, ja, glaube ich, du kannst so. Einen Check ausstellen. Ja, ich kann hier einen Check ausstellen. Ich stelle einen Check von Abelmir aus. Ja, genau. Also Siegel und Unterschrift fälschen von Abelmir mit Nordlandbank und dann, ja, 1200. Nee, Papp, wir laufen ja dauernd rum, besorgen Dinge, wir werden welche haben. Ja, genau. Sind schon vorunterschrieben. Und dann? Einfach nur noch zum Ausfüllen. Ja, oder? Und dann setze ich Boltax da rein und hebe ihn irgendwie an den Armen ein wenig hinunter, wenn er Schwierigkeiten hat. Ah. Und dann rudern wir mit dem Ding direkt los. Nicht in den Kriegshafen, die schießen uns ab, aber halt. Ja, Bodefahrenprobe. Und deine Probe ist um 5 erschwert. Darf ich sie überhaupt ablegen? 5 erschwert. Du bist dir dessen im Klaren, dass ich kein Bodefahren kann. Ja, die sagt, darf ich sie überhaupt. Ja, okay, dann Bodefahren. 5 erschwert, Bodefahrenprobe. Ich geb dir 3W20. Ich hab das Talent nämlich ja, nicht. Ja, wir wissen GE, KO. Warte, man kann das Ding segeln. Kann ich das auf Seefahrt würfeln? Plus 10. Okay, so, weil du ablass, ich dachte vorhin ableiten. Du kannst. Nee, du brauchst halt zum Segeln brauchst du pro Mast brauchst du 20. Also erstmal pro Mast brauchst du 10. 10, ja. Hast du nicht. Also du willst es halt rudern. Tags, streng dich an! Ja, also ihr könnt sehen, wie ihr von der Strömung vom Baron Ula erfasst werdet und raus aufs offene Meer getrieben werdet. Wollen wir nicht lieber unter dem Baron Ula durchgehen? Das hat das letzte Mal schon so gut funktioniert. Ich hab dir doch gesagt, das Boot ist nichts. Das war zu teuer. Nicht so viel Geld in die Hand nehmen müssen. Ihr könnt am Rand, am Steg, irgendwie ein paar Matrosen von euch sehen, die auf euch deuten und euch auslachen. Die merke ich mir. Ja, und jetzt? Was sollen wir machen? Gemach, Voltax, Gemach. Du kannst laut um Hilfe schreien, noch könnte dich jemand hören. Wie schnell treiben wir denn? Also du würdest sagen, in 5 Minuten seid ihr aus dem Hafen raus. In 4 Minuten seid ihr aus dem Hafen raus. Ja, Alan, was machen wir denn jetzt? Nun, eigentlich rein, wir rudern hier weg. In 3 Minuten. Da
Das ist leichter gesagt als getan. Ich tue mein Bestes. Ich möchte stumm meinen Gott um Hilfe bitten. Ja, Bodefahrenprobe. Drehen wir uns im Kreis. In Form eines Glückssegens. Ja, Bodefahrenprobe. Hey, komm mal, lass mich. Für dich oder für Boltax? Für mich. Okay, nur für dich, gut. Okay, du, ich würfel dann schon mal meine Bodefahrenprobe. Ja, 3 Minuten habt ihr noch, alles gut. Gelingt. Das war aber nur ein Glückssegen. So, Boote fahren. Kann ja so schlecht. Wo habe ich es denn? Körperliches Talent ist ein Handwerk. Boote fahren ist ein Handwerk. Ende, wenn ihr auf die blutige See rausgetrieben werdet in einem kleinen Boot. Ich möchte die 18 neu würfeln. Ohne Vorräte. Und dies ist gelungen. Mit. Ja, recht. Dann kannst du dich mit viel Mühe, kurz hattest du noch Angst, aber dann könnt ihr euch in Richtung des Kriegshafens durchmanövrieren und als ihr dann aus der Strömung des Baron Ula dann auch heraus seid, könnt ihr euch am Rand entlang ziehen. Boltak steigt vielleicht noch ein bisschen aus und geht dann zu Fuß, während er dann an einem langen Tau so ein bisschen zieht, auch wenn es nicht wirklich hilft, aber... Irgendwann Jana ist die ganze Zeit äußerlich am Zetern, dass er sich immer noch nicht daran gewöhnt hat, dass ihm die Hand fehlt und innerlich abwägen, was er Fex dafür schuldet, dass er ihn aus der Sache rausgeboxt hat. Auf den Mauern der Zinn vom Kriegshafen tauchen dann viele verschiedene Stadtwächterinnen auf, die euch dann ebenso mit grimmiger Miene anblicken und euch dann ein weiteres Tau zu schmeißen, über das sie euch dann ins Innere des Ruder des Kriegshafens reinziehen, wo ihr dann, nachdem ihr angelegt habt, am Steg von 10 Kriegerinnen empfangen werdet, die euch Speere bzw. Chatras entgegenstrecken. Ich hatte gesagt, ich wollte uns nicht in den Kriegshafen reinrudern, weil genau sowas passiert. Ja, das Problem ist deine Bootefahrenprobe. Ja, okay. Eigentlich ja, schön. Okay. Was bei Fex wollt ihr hier? Wir sind ein wenig abgetrieben. Das haben wir wohl gesehen. Ziemlich erbärmlich. Wir wollen mit der Meisterin der Brandung sprechen. Nun verzeiht mir, dass der Einarmige nicht so gut daran ist, 2 Ruder zu bedienen. Ja, und ein Zwerg rudert halt auch nicht. Und dann solltet ihr euch vielleicht eine Mannschaft organisieren. Vor wem sagt ihr das?